Ja, ich rede, ich rede. 32 Hertz? Fahrt mal bitte zum Friseursalon Velvet in der Straße 14. Die Geschäftsführerin hat uns angerufen und meldet, dass eine Kundin in ihrem Laden randaliert und das Geschäft zerstört. Sonder- und Wegerechte frei. Boah, das Verdienstschluss, ey. Verstanden. Hallo, die Polizei. Hallo. Hoi, Sie haben auch schlechte Laune. Ja, natürlich habe ich schlechte Laune. Polizei, jetzt beruhigen Sie sich bitte mal, ja? Ja. Fahren Sie sich runter, geben Sie mir bitte erstmal Ihren Ausweis, damit ich weiß, wie ich Sie ansprechen kann. Ist hier sonst noch irgendjemand? Ja, die Friseure, die haben sich da hinten vertrocknet. Setzen Sie sich mal. Hallo, Polizei? Will ich aber nicht. Ja, doch, setzen Sie sich. Hallo? Ja? Ja. Lassen Sie uns von hallo, normalen Polizei. Menschen. Alles okay? Ja, alles okay. Ich habe Sie gerufen. Ja. Sie sind die Männerin, hallo. Es ist mein Salon. Was passiert? Die Kundin ist völlig ausgeflippt. Ja. Ich konnte sie nicht beruhigen. Ich hatte ihr angeboten, dass ich die Haare sicherlich noch mal bearbeite. Ja. Aber sie war einfach nicht zu beruhigen. Darf ich kurz? Okay, am besten jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht, bitte. Ich hätte gerne erstmal einen Ausweis. Ja, dann habe ich mich drüben in der Tasche. Ja? Okay. Bleiben Sie sitzen, nee. Frau Zeitfahrt, bleiben Sie sitzen. Ich möchte einmal die Haare wollten Sie so nicht haben, nee, gehe ich davon aus. Was wollten Sie denn, blond? Ja. Oder? Sie haben gesagt blond, ja, und dann natürlich. Hat man... Und das, ja, ist sie. Und das ist rausgekommen. Sicherlich kann ich es nachvollziehen, wenn man sich schöne blonde Haare wünscht. Aber es ist kein Grund dafür, das alles kaputt zu hauen, Spiegel zu Bruch zu schlagen. Das war maßlos übertrieben. Ich wollte eigentlich, ich hatte morgen ein Vorstellungsgespräch. Ich wollte meine Haare schön machen, neu machen. Okay, kann ich nachvollziehen, ja? Ja, und jetzt kommt sowas. Jetzt kann ich den Job wahrscheinlich vergessen. Kann man das denn nicht irgendwie jetzt wieder gerade biegen, wenn man da jetzt schwarz drauf macht? Das ist ja klar, schwarz. Ich wollte blond. Ich sehe ja nicht aus wie ein Friseur, ich habe keine Ahnung. Da muss doch irgendwie wieder, was man macht, kann man doch wieder rückgängig machen, oder nicht? Ja, aber die Haare gehen dabei kaputt. Haben Sie denn mal mit der Dame vernünftig geredet oder sind Sie direkt hier ausgerastet? Nee, die wollten mir für morgen einen Termin geben zum Umfärben. Aber Sie haben morgen den Vorstellungs-. Ja, natürlich. Soll ich jetzt so einen Tag noch rumrennen, oder was? Wie heißen Sie? Und Sie sind auch die Chefin hier, ja? Ja, ist das korrekt, was Sie sagen, die Dame? Ja, ich hatte ihr allerdings angeboten, dass ich die Haare neu färbe, aber sie ließ überhaupt nicht mehr mit sich reden. Und aber sie wollte eigentlich blond haben? Gut, ich habe das jetzt nicht selber in die Hand genommen, sondern es war meine Praktikantin. Ich kam zu spät. Und das ist aus blond geworden? Ja, das ist aus blond geworden. Ja, sowas Unfähiges. Regen Sie sich nicht auf. Nehmen Sie Platz. Sie haben ja schon genug kaputt gemacht, Frau Seifer. Ja, doch. Mein Freund das reicht findet mich jetzt nicht mehr attraktiv, gar nicht. Das kann man dem Freund doch erklären. Nee. Wir haben das doch nicht extra gemacht. Ja, aber du hast so lange kein Grund, den Laden auseinanderzunehmen. Ja, aber sowas Unfähiges. Ja, wirtschaftliche Probleme. Toll, auf lassen Sie mich Kunden. Mal, super. Mich interessiert hat. Das ist einfach nur eine normale Aushilfe, die Sie hier anstellen. Und die lassen Sie dann die Haare der Kunden machen. Dann kommt dieses Ergebnis raus. Bisher hat sie alle Aufgaben souverän gemeistert. Ja. Außer das Haare färben, ich kann das nicht. Ja. Das haben die alles selber gebracht, Haare schneiden. Ja, warum haben sie es dann gemacht? Warum haben sie nicht ihrer Chefin gesagt? Ich möchte doch noch mal. Ich wollte doch einfach nur, dass sie sich das noch anstrenge. Ich meine, ich habe das doch alles alleine beigebracht. Das haben sie ja nicht gemacht. Ich bin die Chefin, selbstverständlich weiß ich das. Sie wussten, dass sie die Haare nicht färben kann? Ja, ich hatte gehofft, dass sie es kann, weil ich habe sie ein paar Mal gezeigt. Ja, komisch an der ganzen Sache war, als die Chefin da erzählt hat, dass sie wenig Geld hat und deswegen sich eine Aushilfe dazu geholt hat. Ja, dass die Aushilfe gar keine Ausbildung als Friseurin hatte. Ja, und sich die ganze Materie gar nicht ausgekannt hat. Ja, und sowas darf man natürlich nicht. Ne? Ich kann auch nicht als Arzt arbeiten, wenn ich die Ausbildung nicht habe. Und in diesem Fall ist es genauso. Du nimmst das Ganze auf deine Kappe jetzt. Ich hab die Nase voll. Aber warum? Schau, was hier los ist. Schau, was hier los ist. Ich hab, ich, wieso, gib dich nicht so unschuldig. Du warst damals dankbar, dass ich dir die Möglichkeit gegeben habe. Aber du hast noch die Farben dafür. Ist doch nicht meine Schuld. Du weißt doch, ich kenne mich damit nicht aus. Aber das ist was? Der Dank jetzt, ich oder? Hab keinen Bock mehr. Ich werde kündigen. Tschüss. Na, großartiger. Lass mich allein mit dem ganzen Mist. Ja, toll. Und wegen diesem Kack
verlässt mich mein Freund jetzt, weil der sowas scheiße findet. Ihr Freund verlässt sie wegen der Haarfarbe. Wird das wahrscheinlich ja. nachvollziehen können. Nee, keine Ahnung. Weil was ist denn mit ihm? Guck mal, Schatz, ey, ohne Scheiß. Das sieht doch wohl scheiße aus, oder? Das sieht doch voll scheiße aus, oder? Was ist denn mit ihm passiert? So kann ich doch nicht rausgehen. Hallo. Ey, ohne Scheiße. Hallo. Weil Hallo, Polizei. Was ist denn mit ihm passiert? Mit ihm passiert? Verletzt im Gesicht? Ach, der darf ich rede gerade. Sag mir mal ruhig. Das ist sind da wie so ein Pitbull. Jetzt setzen Sie sich doch da mal hin. Nee, das ist ein Baseball hat mich getroffen. Ein Baseball hat sie getroffen. Ja. Mehrmals. Nee, der stolpert, ja, der geht die Treppe runter. Haben Sie irgendwie so ein Gewaltproblem? Nee, oder? Ich hab nichts, das ist nichts. Tun Sie mir mal Gefallen, Sie setzen sich da jetzt doch. Sie setzen sich da hin. Tun Sie mir den Gefallen und setzen Sie sich hin. Setzen Sie sich jetzt bitte hin. Was ist denn hier passiert? Und lassen Sie meinen Kollegen mal in Ruhe mit dem ist sprechen. Ist das Ihre Freundin, richtig? Das ist Nadja, meine Freundin. Haben Sie einen Ausweis für mich? Ja. Guck dir doch mal, wie das aussieht. Sieht aber nicht aus wie ein Baseball, ne? Das ist eigentlich ganz liebe. Was ist, ja. Was ja, ist dir passiert, schön. Schatz? Ja. Woher hat er die Verletzungen? Ja, ich sag doch, das ist ein Trottel. Der stolpert, der rennt vor der Schrankwand, der fällt die Treppe runter. Ja, kann ich aber Sie haben ihn nicht geschlagen? Nee. Haben Sie nicht? Wie soll ich ihn denn schlagen? Und das hier ist auch alles von selber umgefallen, oder was? Ja. Warum soll ich denn mal Sie haben hier schlagen? Irgendwie so ein kleines Aggressionsproblem. Nee, Sie bleiben mal schön da sitzen jetzt, doch. Also, sie hat schon öfter mich geschlagen. Ja, haben Sie weitere Verletzungen am Körper? Ja, ich habe am Rücken, also... Darf ich das mal sehen? Hör auf zu lügen, das stimmt doch gar nicht! Jetzt reicht mir aber langsam. Ey, Ruhe. Was soll die Scheiße? Jetzt ist hier Ruhe. Nee, nicht Ruhe. Doch, Ruhe. Nein, der zieht Lügen. So, zu Ihnen kommen wir doch gleich. Ich bin gerade in der Maßnahme. Fertig aus. Ruhe. Setzen Sie sich ja, so rüber. Das kann ja wohl nicht sein. Setzen Sie sich jetzt hier hin. Ich will mich nicht hinsetzen. Guck sich den Loser doch mal an. Ja. Ach, du Kacke. Ja, solche Fälle sind keine Einzelfälle. Leider kommt es auch vor, dass Frauen ihre Männer schlagen, weil die Männer sich auch vielleicht schämen oder sich in dem Stolz kränkt fühlen. Deswegen ist die Dunkelziffer auch so hoch, weil die Männer das nie zur Anzeige bringen. Wurden Sie öfter geschlagen oder was das erste Mal? Ja, ich hab mich noch geschlagen. Ja, klar. Ich schlag dich doch nicht. Haben Sie irgendwie ein Gehörproblem? Sagen Sie mal. Okay, wie lange sind Sie schon zusammen? Sonst klatsche, damit ich Beifall. Bleiben Sie jetzt sitzen, Mann. Schon. Und sie schlägt sie öfters. Sagen der Sie lügt! Und woher kommen die ganzen Wunden? Ich sag doch, das ist ein Trottel. Ja, woher kommen die denn? Die Kratzer auf dem Rücken? Ja, was weiß ich? Vielleicht ist er mir auch noch fremdgegangen oder was weiß ich? Das ist ein Loser. Schauen Sie mal, wie eingeschüchtert der ist. Sagt er, sie hätte das? Ja. Mit? Alles? Ja. Haben Sie gehört, was Ihr Freund gesagt hat gerade? Ja, der lügt. Ja, der hat Angst vor Ihnen. Ja, was kann ich dafür, wenn der Angst hat? Ich meine, auch. Hören Sie mal zu, erstmal schreien Sie mich nicht an. Erstens. Zweitens hat die Freund gerade gesagt, dass sie Angst vor Ihnen hat. Das sollte sie ja, doch, wenn sie... Schauen Sie mal. Ach, erzähl doch keinen Schwachsinn, nur weil du so ein Trottel berührt Sie das gar nicht? Nee. Nee, null, ne? Der lügt doch auch. Ja. Das ist voll die Furie. Der ist... Sagen Sie mal so. Ganz ruhig. Nein. Ganz ruhig. Das können Sie vielleicht mit Ihrem Freund machen, aber bei uns ist es eine Freundschaft. Sie hören jetzt zu, was der Kollege sagt. Ja, ich höre zu. So, jetzt nochmal. Er hat gerade gesagt, dass er Angst vor Ihnen hat. Ich meine, wenn Sie zusammen in einer Beziehung leben, muss Sie auch ein bisschen berühren. Nee, gar nicht, null. Nicht, ja. Nee. Warum sind Sie mit ihm zusammen? Darf ich Sie kurz stören? Können Sie bitte hier gerade zum Ende kommen? Ich habe unglaublich Sorge, dass andere Kundschaft das noch mit ja, selbstverständlich. Ich habe wirklich... Ja. Okay. Können Sie mir gerade noch sagen, wer für den Schaden aufkommt? Geben Sie mir noch eine Minute, dann komme ich gleich nochmal auf Sie zu, ja? Geben Sie mir eine Minute. Ja, alles klar. So. Hol nochmal ein zweites Fahrzeug, wir verlegen die ganze Diskussion auf die Wache. Sie kommen auf jeden Fall mit zur Wache. Wenn Sie sich weigern, nehmen Sie mit. Was ist mit meinen Haaren? Was soll ich denn dazu sagen? Gehen Sie zum Arzt, lassen Sie sich bitte die Verletzungen attestieren. Wir werden dazu eine Anzeige schreiben und reichen dann hier das Attest bei uns ein. Ja. Okay? Genauso wie vorhin besprochen. Eine Anzeige wollen Sie erstatten, machen wir auch. Genau. Ansonsten, wir werden Ihnen Telefonnummer geben vom Weißen Ring, ne? Die betreuen Opfer von der Caritas, alles Mögliche. Die können Ihnen auch noch Tipps geben, wie Sie am besten von so einer Frau loskommen. Alles klar? Okay. Alles klar. Alles Gute. Dankeschön.
Es ist für Polizeibeamten immer relativ schwer, wenn man zwei Meinungen hört oder zwei Sachverhalte von zwei unterschiedlichen Personen geschildert bekommt, wer jetzt die Wahrheit sagt. Wir waren ja bei der häuslichen Gewalt nicht dabei. Wir versuchen dann anhand von objektiven Tatbestandsmerkmalen zu klären, wer jetzt hier die Wahrheit sagt. Gegen die Frau Siebert wird eine Anzeige erstattet wegen Sachbeschädigung. Sie wird auch für den ganzen Sachschaden in dem Friseurladen aufkommen. Gegen die Frau Siebert wird gleichzeitig auch im Falle mit dem Freund eine Hausverweisung durchgeführt, plus 10 Tage Rückkehrverbot. Die Zeit sollte dann der junge Mann nutzen, um sein Leben neu zu ordnen.